Wer hier im Bundestag die Bundesregierung nach Waffenexporten fragt, bekommt gebetsmühlenartig die Antwort zu hören oder auch zu lesen, die Bundesregierung verfolgt eine restriktive, also eine zurückhaltende und eine verantwortungsvolle Waffenexportpolitik. Im laufenden Jahr 2019 hat die Bundesregierung bereits Rüstungsexporte in Höhe von 7,4 Milliarden Euro genehmigt. Das ist eine dramatische Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr 2018, als die Genehmigungen noch einen Wert von 4,8 Milliarden Euro hatten. Und das ist noch nicht einmal um das Jahr. Man muss ja sagen, es gibt ja noch zwei Monate. Und vermutlich wird der bisherige Spitzenwert im Rekordjahr 2015 von 7,9 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2019 auch noch getoppt. Sieht so eine zurückhaltende Rüstungsexportpolitik aus? Wohl kaum, meine Damen und Herren, wohl kaum. Zeit ist, Ihre Behauptung, eine zurückhaltende Rüstungsexportpolitik zu verfolgen, ist glatt gelogen. Denn fast jeder Antrag der Rüstungsschmieden ist ein Treffer, meine Damen und Herren. Wer einen Waffenexportantrag bei Ihnen einreicht, der bekommt ihn auch genehmigt. 2018 wurden von über 11.000 Genehmigungen lediglich 88 abgelehnt. Und dieses Jahr, in 10 Monaten, haben Sie von fast 10.000 Anträgen gerade mal 56 abgelehnt. Das sind 0,56%. Das ist doch nicht zurückhaltend. Das ist keine Genehmigungspraxis. Das ist nur noch eine Durchwinkelpraxis, was die Bundesregierung hier macht. Jetzt kommen wir zur Abteilung sachliche Information nach diesem Ausfall eben von der Frau Dagdelen. Das ist ja immer wieder schwer zu ertragen, was Sie hier aufführen. Aber ich will meine zum Ausdruck bringen, dass wir ja endlich mal wieder über Rüstungsexporte debattieren in diesem Haus. Diesmal sind es gleich 7 Anträge. Und wieder mal wird der falsche Eindruck vermittelt. Frau Dagdelen, Sie machen das immer ganz besonders, dass hier Deutschland die Rüstungsschmiede der Welt wäre. Das ist natürlich ein völliger Quatsch, aber ich will es trotzdem noch mal hier darstellen, weil die Menschen an den Bildschirmen und auch auf der Besuchertribüne ja nicht jedes Mal dabei sind, wenn wir dieses Thema hier diskutieren. Wir haben in Deutschland seitens der Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Aber nehmen Sie doch einfach mal zur Kenntnis, wir haben extra für Sie eine Expertenanhörung veranstaltet. Das war doch Ihr Wunsch. Und die Expertenanhörung hat ergeben, dass natürlich wir im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich, eine äußerst restriktive Politik verfolgen, was dazu führt, dass Unternehmen eben sich überlegen, ob sie sich, ich habe keine zwei Weltkriege zu verantworten, Frau Dagdelen, ich weiß nicht, was Sie für eine Erbsünde mit sich rumtragen. Ich weiß schon, wie man verantwortlich auch Außenpolitik macht und Rüstungsexportpolitik. Die AfD-Fraktion hat das Ziel verstanden, dass Linke und Grüne mit ihren Anträgen wirklich verfolgen. Die Deindustrialisierung Deutschlands. Ich erzähle Ihnen gern die Chronologie des Grauens der linksgrünen Energievernichtung. Erst wurde eine einstmals führende deutsche Energieversorgung kaputt gemacht, Stichwort Energiewende. Weiterhin dann das Bildungssystem auch noch mit prophylaktisch an die Wand gefahren, damit unser rohstoffarmes Land auch gar ja nichts mehr erfinden kann. Und nach der Automobilindustrie ist jetzt die Rüstungsindustrie dran. Es ist die Aufgabe der AfD, die Sicherheit Deutschlands und seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Unsere Rüstungsindustrie ist ein untrennbarer Bestandteil davon. Ich bedanke mich fürs lebendige Mitdiskutieren. Wiederschauen. Wir Freien Demokraten, wir lehnen auch Waffenexporte in Krisengebiete ab und halten auch die Einbeziehung der Menschenrechte bei den Entscheidungen für absolut notwendig. Aber die Diversität dieses Antragspotpourris, den wir heute haben, der offenbart uns doch dieses ganze Dilemma, was wir hier haben. Deutschland hat überhaupt keine klare Linie bei der Exportkontrolle. Die Linke fordert einfach mal mit jedem Kurzantrag pro Land den Stopp von Exporten und der Widerruf aller Genehmigungen. Und die Grünen bohren in ihrem Antrag schon an der gerade erst geschlossenen Einigung zur De Minimis-Regelung
Und wahrscheinlich würde die SPD das am liebsten auch tun, nur darf sie es ja nicht wegen der GroKo. Aber sie hat schon mal vorsorglich bei den Verhandlungen dann in Frankreich gegen einen höheren Prozentsatz der De Minimis-Regelung gestimmt. Und wir müssen über Rüstungsexporte endlich offen, differenziert und sachlich sprechen. Und dazu gehört auch der Bundestag einbezogen. Und als Parlament sollten wir uns doch die nötigen Werkzeuge an die Hand geben. Wir müssen von der Bundesregierung hier klare Entscheidungen und eine klare Linie einfordern können. Und dazu gehören erstens Transparenz und klare Entscheidungsgrundlagen zu Rüstungsexporten. Ein Forschungsprogramm muss dringend notwendige Hintergrundwissen erarbeiten. Und dann kann die Bundesregierung auch nicht einfach Ad-hoc-Entscheidungen aus dem Zauberhut präsentieren, ohne dass der Bundestag über die nötigen Informationen verfügt, um diese dann entsprechend umfassend hinterfragen zu können. Zu dieser Stunde habe ich so den Eindruck wie in dem amerikanischen Film und ewig grüßt das Murmeltier, weil wir die Debatte eigentlich in ständiger Regelmäßigkeit immer wieder in diesem Hohen Hause führen. Und in dieser Debatte geht es jedes Mal um die Frage dessen, was das Rüstungsgüter und Rüstungsexport nicht den gleichen Regeln unterliegen wie der Herstellung und der Vertrieb von Brezeln. Es sind nämlich nicht andere, es sind andere Handelsgüter. Es betrifft völkerrechtliche, moralische, sicherheitspolitische Fragen und bedarf daher, und da mache ich keinen Hehl daraus, einer konsequenten Regulierung. Daraus folgt ein Auftrag an die Politik. Da sind die Anträge als solche gut. Aber wer etwas bewegen will, liebe Kolleginnen und Kollegen, der muss auch Verantwortung übernehmen. Und die Sozialdemokraten und die Union haben dies mit dem Koalitionsvertrag getan, haben mit diesem Koalitionsvertrag eine Regierung gebildet, die sie tragen, und in diesem Koalitionsvertrag geregelt, dass die Schärfung der bestehenden Rüstungsexportrichtlinien festgelegt werden. Das Gemeinschaftsprojekt von Rheinmetall und Erdogan zum Bau eines türkischen Panzers ist zwar inzwischen de facto gescheitert, aber die Gesetzeslücke, die dort genutzt werden sollte, besteht immer noch fort. Das Entsenden eigener Mitarbeiter ins Ausland und die Beteiligung an ausländischen Rüstungsunternehmen ist für die deutsche Industrie bis heute immer noch völlig genehmigungsfrei, und das ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Bundesregierung hat hier keinerlei Kontrollmöglichkeiten und will sie auch offensichtlich gar nicht haben. Wer aber wirklich mehr Verantwortung in der Welt übernehmen will, muss sich dafür interessieren, was die eigene Rüstungsindustrie weltweit so treibt. Das machen sowohl die USA als auch Frankreich. Kein Amerikaner darf beispielsweise bei einem deutschen Rüstungskonzern arbeiten, ohne die Genehmigung der US-Regierung. Die angeblich immer so restriktiven deutschen Exportkontrollnormen bleiben hier weit hinter denen unserer Bündnispartner zurück. Auch der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Ausfuhrwirtschaft, Herr Dr. Wallraff, hat in der Anhörung diese Regelungslücke als solche benannt und konkrete Vorschläge gemacht, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Mangelnde Expertise können Sie unserem Antrag nun wirklich nicht vorwerfen. Sie werden ihn wie immer ablehnen, aber ich sage Ihnen ganz klar, wenn Sie diese Lücke nicht schließen, ist das sicherheitspolitisch unverantwortlich.